Nee, ihr sauren Früchtchen, seid ihr wieder bereit für eine weitere Runde von Kingdom Hearts Final Mix 1.5 HD Remix. Ich will's doch schwer hoffen, wir sind hier immer noch auf den Inseln des Schicksals. Im letzten Part haben wir unsere Materialien für das Floß bei Kairi abgegeben, haben ein bisschen noch mit Tidus, Wacker und Selfie und Riku gebasht, haben einen mysteriösen Obdachlosen in der Höhle gefunden und komische Sachen wie Fische und ein paar Pardu-Eier eingesammelt, mit denen wir nicht wissen, was wir wirklich anfangen sollen. Hoffentlich wird Kairi uns das in der Lagune sagen können. Weil wir jetzt ja hier durch können. Wuhu, konnten wir vorher nicht. So, die Lagune. Die andere Seite der Insel. Auch sehr schön. Krass, eigentlich alles selbst gebaut, oder was, ey? Oh, da ist Riku. Hi, Riku. Hey, Sora. Unser Floß braucht noch einen Namen. Mal sehen. Wie wär's mit Highwind? Wie würdest du es nennen? Highwind Excalibur? Nein. Wir nennen sein Schiff Excalibur. Ich werde es. Ganz klassisch. Weil es einfach so sein muss. Ich meine, wer würde sein Schiff nicht so nennen? Derpy nennen. Naja. Derpy. Hey, wie wär's mit... Also, wie immer. Dann mal los. Ah, oh, was denn schon wieder? Okay, ich bin der Schiedsrichter. Oder Schiedsrichterin eher. Die üblichen Regeln. Ihr könnt jeden Weg nehmen. Oh, das ist cool. Jeden Weg. Und es gibt wirklich viele Wege. Wer als erster die Marke berührt und wieder hier ist, hat gewonnen. If I win, I'm Captain. And if you win, I get to share the Palpu with Kairi. Huh? Deal? The winner gets to share a Palpu with Kairi. Wait a minute. Okay, on my count. Okay, das klingt gut. 3, 2, 1 und go! Ich werde gewinnen, Riku, du kleiner Ey, bist mir voll im Weg erstmal? Denkst du, er ist cool, weil du mir im Weg bist, hä? Ja, ich bin hier hochgeklettert. Du denkst es wohl, hä? So ein Stümpel. So. Und zack! Yes! Hey, wieso bist du auch früher abgesprungen, Sora? So mag ich das ja gar nicht. Das wird ein eiskaltes Rennen. Na, jetzt springt er auch noch von Baum zu Baum. So ein Affe. Ich schaffe es. Ich bin schneller als Riku. Da war wieder ein Pilz in deiner Höhle. Und zack. So. Los, gewinn, gewinn, gewinn. Ich bin der Männlichste. Jetzt steht's 2 zu 1. Bitch. Diamant, oh. Na, was sagst du? Ah, bleib locker, ist ja bloß ein Name. Bloß ein Name? Das war ganze Ehre, die wir hier geleistet haben. Du Stinkstiefel. Sputtelkopf. Strunzenhirn. So, jetzt hab ich's dir gegeben. Egal. Unser Schiff wird also Derpy heißen. Ich habe gesiegt. Ein weiterer Pilz. Da oben. Oh, da oben ist was. Oh, da ist eine Kiste. Das heißt, simple Logik anwenden. Heb die Kiste, trag sie hin, werf sie in die Ecke dort. Dedeldem. Man könnte sie auch schieben, aber ich bin da ein bisschen ruppiger. Ich werf gleich das ganze Ding. Yes! So, öffnen. So, eine Protestkette. Knackig. Vor allem, wie sich Sora so echt... Mach das mal nach, so. Einfach so locker festhalten und warm erstmal so einen fetten Salto mit einem Arm, ey. Das ist doch ein Athlet. Das gleiche Sondermaßen, ey. Geht ja gar nicht anders, ey. Sora, der Multiathlet, ey. Der kann alles. Und noch ein Pilz. Ach ja, was ist überhaupt die Protestkette? Sollte man vielleicht mal gucken. Es ist ein Ausrüstungsgegenstand, der die Abwehrkraft geringfügig steigert. Um 1 nämlich. Die setzen wir doch gleich ein. Denn mehr Abwehr ist immer gut. Wir haben sowieso relativ wenig. So. Das Rennen war ja doch eigentlich ganz schön brisant. So, Kairi. Das ist unser Floß also. Ah, Derpy, du bist so toll. Ah, wir sollten hier noch fett so einen Muffin aufs Segel malen. Was meinst du, Kairi? Einen fetten Muffin aufs Segel? Ich glaube, das wäre ganz cool. Oder Stielaugen. So. Heute sammeln wir Proviant für unsere Reise. Also, Sora, du suchst ein Papadu-Ei. Oh, check. 3 Pilze, check. 2 Kokofrüchte, Kokofrüchte, okay, werde ich noch machen. 3 Fische, check. Und füllt das hier mit Trinkwasser auf.
aber nicht aus dem Meer. Na, wieso denn nicht? Leere Flasche halten. Bring alles hierher. Wenn du Hilfe brauchst, frag einfach. Ich lass es Rico machen, okay? Kann ich es nicht einfach hier? Oh, guck mal, ein Seestern. Patrick, bist du... Patrick, ich habe ihn getötet. Okay, wo kriegen wir Kokofrüchte her? Wir haben ja schon die Bäume gesehen, wenn man gegenhaut. Kommen ja Kokofrüchte runter. Allerdings... Ah ja, okay, da. Allerdings können wir nicht diese hinnehmen, weil, seltsamerweise, ich weiß nicht, ob das hier in dieser Welt jetzt so gemeint ist, dass die braune die unreifen sind, aber die können wir auf jeden Fall nicht nehmen, weil die halt nicht gut sind oder so. Vielleicht sind die schon überreif oder sie wollen unreife, damit sie erst reifen auf ihrer Reise oder so, was weiß ich. Denn wir brauchen... Ja, komm. Nein. Genau. Gelbe. Ich glaube, unreife Kokofrüchte sind ja... Also, Kokosnussfrüchte sind ja wirklich gelb. Und die werden halt erst... Ah, und schon erledigt. Und die werden halt erst braun mit der Zeit. Aber gut, das in dieser Hinsicht kenne ich mich nicht so sehr aus. Wobei Kokosnüsse... Ich habe als Kind Ich habe als Kind Kokosnüsse echt gemocht. Besonders die Kokosnussmilch habe ich immer voll gern gesoffen. Aber nun ja, die Zeit hat sich irgendwie gelegt. Ich esse immer noch gerne ab und zu mal eine leckere Kokosnuss, aber nicht mehr so drastisch wie damals. So. Mit Rico könnten wir jetzt immer wieder ein Wettrennen machen. Einfach nur for the lulz. Aber, nö. Warum? Ist doch doof. So, wir müssen noch das mit Trinkwasser füllen. Wenn es nicht aus dem Meer ist, dann muss es halt aus irgendeiner anderen Quelle kommen. Und hier haben wir doch eine schöne Quelle. Also, Glöps, Trinkwasser halten. Ja, und schon sind wir fertig. Ist das nicht cool, Wacker? Hey, Sora, du könntest etwas Nachhilfe gebrauchen. Nein, das wäre toll. Willst du eine besondere Technik lernen? Um ein bewegliches Ziel zu treffen, musst du es zuerst anvisieren. Wow, geil, Mann. Danke. Du wolltest mir also die Steuerung erklären? Egal. So. Also gegen Wacker können wir nicht mehr kämpfen. Wie scheint. Aber ich habe es auch nicht unbedingt nötig. Ne, Tidus, ich habe es nicht nötig. Du bist cool. Ich weiß. So, dann, ja, dann haben wir ja alles. Können wir ja direkt das ab bei Kairi abgeben. Kairi, ich habe alle Sachen. Na los, Kairi, komm her. Dum, 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 dum. Ja, Mann. Dum, 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 dum. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bildam, bildai. Na, was machst du denn da? Was fummelst du dir denn da an den Fingern rum? Warum fummelst du dir an den Finger rum? Hast du irgendwie... Und dann trappelst du auch noch im Boden rum. Du hast irgendwelche Nervosität in dir. Ich glaube, wir sollten heute Nacht etwas Entspannung ausüben. Das hilft sicherlich dabei. Okay. Das hier? Ich mache eine Kette aus Thalassamuscheln. Ach so, eine unsichtbare Kette. Das ist ja cool. Zeig mir mal, wie das geht. Die Seeleute haben früher immer Thalassamuscheln getragen. Man glaubte, dass sie vor Gefahren auf See schützen. Aha. Siehst du das? Nee, ach so, okay. Jetzt kann ich es doch sehen. Ja, schick. Es ist wirklich schwer, so eine Muschelkette zu machen, weil die ja voll leicht zerbrechen, diese Dinger. Das ist richtig schwer, muss man schon sagen. Hut ab, dass du es hinkriegst. Selbst wenn einer von uns unterwegs verloren geht, finden wir uns so immer. Ja, na klar. Ja, wenn er in den See untergeht, wir finden ihn wegen einem Talisman. Naja, wenn man dran glaubt. Freundschaft über alles. Wir drei werden immer zusammen sein. Wenn du meinst... Naja, gut. Ich habe hier alles. Danke, Sora. Ich habe heute auch etwas gefunden. Hier, das gehört dir. Schon wieder? Oh, wieder ein Hypauschen. Wo verliere ich die ganze Zeit diese Dinger? Müde? Machen wir Schluss für heute? Ja, jetzt aber bitte mal. Gehen wir heim. Komm schon. Du bist so nervös. Also, morgen ist der große Tag. Wir sollten uns ausruhen. Nicht nur ausruhen. Oh Mann, die sind erst 14. Ich sollte damit aufhören. Beziehungsweise 15. You know, Rico has changed. What do you mean? Pubertät. Well... You okay? Sora, let's take the raft and go. Just the two of us. Huh? Just kidding. What's gotten into you? You're the one that's changed, Kairi. Maybe. You know, I was a little afraid at first. But now I'm ready. No matter where I go or what I see, I know I can always come back here. Right? Yeah, of course. That's good. Sora, don't ever change. Huh? I just can't.
can't wait. Once we set sail, it'll be great. Die trägt einen Rock über eine Hose. Das ist ja auch eine seltsame Mode. Eieiei. Die haben alle seltsame Mode dort. Okay. Donald. Entschuldige, dass ich ohne ein Wort aufbreche, aber es braut sich großes Ungemach zusammen. Oh nein, ich weiß nicht wieso, aber die Sterne sind einer nach dem anderen verloschen. Das bedeutet großes Unheil. Ich verlasse euch ungern, aber ich muss der Sache nachgehen. Knochen. Es gibt jemanden mit einem Schlüssel, dem Schlüssel für unser Überleben. Du und Goofy müsst ihn finden und bei ihm bleiben, verstanden? Ohne den Schlüssel sind wir verloren. Geht zur Stadt Traverse und sucht Leon. Er wird euch den richtigen Weg weisen. PS? Entschuldigst du mich bei Minnie? Danke, mein Freund. Und Stempel. Oh dear, what could this mean? It means we'll just have to trust the king. Gosh, I sure hope he's all right. Behind us. Don't worry. We'll find the king and the skin. Thank you. Both of you. This is, can you take care of them? Of course. You be careful now. Both of you. Oh, and to chronicle your travels, he will accompany you. Over here! Cricket's the name. Jiminy Cricket, at your service. We hope for your safe return. Please, help the king. You're coming too! Gosh, Jiminy, your world disappeared too? It was terrible. We were scattered. And as far as I can see, I'm the only one who made it to this castle. Goofy? Oh, right. I gotcha. You mean while we're in other worlds, we can't let on where we're from, huh? We gotta protect the world border. Right, world order. Oh! Oh, I guess we'll need new duds when we get there, huh? Einfach ausgeschissen. I just can't wait. Once we set sail, it'll be great.
A storm? Oh no! The raft! Sora! Dinner's ready! Come on down! Sora? Riku's boat! And Kairi's! Nein, nicht schon wieder die Viecher! Überall! Und natürlich konnte er sofort erkennen, dass das Rikus und Kairis Boot sind. Ich meine, hey, die sehen ja nur alle gleich aus. Hätte ja auch genauso gut Tidus und Selfies sein können, oder was weiß ich. Überall sind die! Scheiße, Mann! Wo soll ich hin? Ich rette mich nach hier oben. Das wird sicherlich ein guter Weg sein. Hallo? Hier ist keiner. Außer die Viecher. Da hinten ist Riku. Riku! Moment mal. Ich komme schon, Riku. Da hinten steht er einfach nur so rum. Warum greifen die Viecher ihn nicht an? Das ist so unfair. Riku, Mann. Zusammen könnten wir sie vielleicht besiegen. Kann ich sie überhaupt besiegen? Aua. Anscheinend. Ich mach dir ja gar keinen Schaden. Where's Kairi? I thought she was with you. The door is open. What? The door is open, Sora. Now we can go to the outside world. What are you talking about? We've got to find Kairi. Kairi's coming with us. Once we step through, we might not be able to come back. We may never see our parents again. There's no turning back. But this may be our only chance. We can't let fear stop us. I'm not afraid of the darkness. Riku. What? Was zum... Das Schlüsselschwert. Das Schlüsselschwert. Was? Das... Weg mit euch, ihr Wesen. Jetzt kann ich euch vernichten. Ihr doofen Viecher, ihr dachtet, ihr wärt cool, hä? Ich zeige euch mal, was wahre Coolness ist. So, wer lacht hier jetzt? Oh ja, das ist cool. So. Wir haben eine neue Waffe bekommen. Das Schlüsselschwert, das kann den Viechern anscheinend Schaden zufügen. Sehr geil. Auf jeden Fall besser als ein Holzschwert. Und zack. Und friss den hier. Wie wir sie alle one-hitten. Ihr seid ja voll schwach, ihr Pupis. Und weg mit dir. Und weg mit dir. Oh, eine Potion. Danke. Aua. Kratzt der Kleine mich einfach. Du sollst nicht den Baum schlagen, Sora. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen unklug. So. Komm her, hä? Rocken wir hier die Party noch ein bisschen. Yeah, Mann. Obwohl, es bringt eigentlich... Naja, bringt es was? Naja, schon Potion, ne? Und ein Erfahrungspunkt halt immer pro Gegner. Zack, und zack. Hey, zack. Und der Part ist auch schon wieder fast zu Ende. Was ist denn... Was ist denn mit der Höhle passiert? Was zur... Weg mit dir. Kannst du mich nicht einfach mal in Ruhe lassen? Ich will hier doch nur lang, Mann. So, und du auch. Und du auch. So. Ätzend. Ätzend, diese Viecher. Wie sie alle so richtig kleine Nervenbolzen hier sind. So, noch einer? Noch einer. Oh, wie die alle rumzappeln, ist ja schon fast niedlich. So, noch einer? Nein, okay, das war's. Okay, geheimer Ort. Warum auch immer dort eine Tür auf einmal ist.
Welt hat wohl Blähungen. Mächtige. Was zum... Wow! Oh nein. Nicht schon wieder. Mucky Man will's jetzt richten anscheinend. Komm her, jetzt geben wir es dir richtig. Christenia, yeah man, Alter, ins Gesicht. Boah, das war mein fetter Luftkombo-Abschlussangriff. Yeah. Sieh dir an, mein Hurricane-Stoß. Yeah man. Du denkst, du wärst cool, hä? Ich sagte, dass du es nichts bist. Na, wär's jetzt besser, hä? Yeah. Ja, sieht nicht sehr gut aus, würde ich mal behaupten. Look, a star is going out. Come on, let's hurry. Die Stadt Traverse. Where's that too? Hey, you know, maybe we ought to go find Leon. Oh, Donald, you know, I bet you that, What do you know, you big Pinocchio? What do I know? Come on, Pluto! Dream. Oh, where am I? Oh boy. Do you know where we are? Oh, hey! Ja, logische Schlussfolgerung, als erstes einen Hund zu fragen, wo wir sind. Gut, ja, das würde mich aber auch interessieren, wo wir sind. Wir haben es ja schon gesehen, die Stadt Traverse, aber Sora weiß das ja noch nicht. Und ja, anscheinend sind wir jetzt dort, wo Donald und Goofy sind. Aber was ist mit unserer Insel passiert? War sie der Stern, der erloschen ist? Was ist mit Sahelfi, Tidus, Waka? Was ist mit unseren fucking Eltern? Und Kairi und Rico und... Oh Mann, was ist denn nur passiert? Warum haben wir auf einmal so einen mysteriösen Schlüssel als Waffe? Und was sind das für schwarze Schwabbels gewesen? Ich hoffe, das werden wir im nächsten Part herausfinden, Freunde, wenn wir uns hier in dieser Stadt ein wenig umgucken. Bis dahin, Tschüsselechen.